Yo Leute, was geht? Hier ist der Flattermoor von den Flawless Children. Und ja, heute hier schön mit einem Black Ops 2 Gameplay Commentary. Und ja, das Gameplay ist ein schönes Gast-Gameplay vom Crystallize von Cremont Gaming. Hat hier einen 33-3 mit der Sniper mit der DSR-50 rausgehauen. Ja, kurz zu Cremont Gaming, also ist ja wie so mein Partner-Channel, könnte man sagen. Coole Typen, könnt ihr auf jeden Fall mal beim Channel vorbeigucken, die machen auf jeden Fall gute Arbeit. Und, ja, gut, aber nun zu meinem Thema. Mein Thema ist heute so, also ich denke mir, ihr werdet es alle kennen, South Park zum Beispiel. Und, es gibt ja viele andere Serien wie Little Britain, auch wenn es der größte Scheiß ist. Wobei ich darauf gleich komme, ob es denn der größte Scheiß ist oder nicht. Und halt sowas. Und solche Serien, darüber möchte ich mich heute mal mit euch unterhalten, weil oft ist ja so, dass solche Serien dieses Klischee haben, ja, was ist das für ein Scheiß, das ist, ich sag mal, übertrieben und diese Schimpfwörter und so, ne. Aber eigentlich ist das noch so eine, ich will mal sagen, wie eine Außenfassade von den Filmen. Ja, es hört sich komisch an, ist aber so. Und ja, ich bin da, also auf das Thema bin ich gekommen, das war, habe ich mich mit jemand so über, das war im Englischunterricht, über Punks haben wir uns da unterhalten und irgendwie, dass die was an der Gesellschaft verändern wollen und nur so ein Rotz eben und das hat man da eben und das war's halt so. Und da kam man dann zu sprechen, wie das zum Beispiel ist, dass Filme gegen die Gesellschaft, sag ich mal, oder so, ja, die Gesellschaft kritisieren. Und also, dass sie dazu gemacht sind, natürlich klar zur, ja, wie soll ich sagen, zur Unterhaltung, zur Belustigung. Aber irgendwo haben sie ja doch immer was, wo man sagen muss, ja, gut, das stimmt ja eigentlich, da könnte man mal drüber nachdenken. Und ich finde, am Beispiel South Park kann man das ganz gut. Ich weiß, also, viele von euch, oder ich denke mal, fast alle werden von euch South Park gucken, wenn, oder mal geguckt haben. Wenn nicht, guckt euch mal an, ist wirklich lustig. Und es ist ja nun so, dass in South Park wird ja wirklich, ja, wie soll ich sagen, mit einem Jugendjargon ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit so, naja, viel Schimpfwörtern, verbotene Ausdrücke und vielleicht auch manchmal sowas, ja, was in ethischer Hinsicht nicht gerade jetzt von Vorteil ist. Und das ist so das, über was ich heute so reden will, dass ja eigentlich ist das ja gar nicht, das ist ja für mich, ich sag mal so, das ist nur so eine Außenfassade, wie schon vorhin gesagt. Weil in South Park, wenn man sich wirklich mal anguckt, um was es da geht, ne, da werdet ihr sehen, dass South Park eigentlich gar nicht so ein großer Scheiß ist. Weil eigentlich ist es so, dass South Park irgendwo immer einen, ich möchte mal sagen, einen Mangelpunkt oder eine mangelhafte Stelle in unserer Gesellschaft anspricht. Ne, das ist ja zum Beispiel, es gibt ja die Folge, wo hier Herr Chefkoch, wie er heißt, irgendwie in der Schule ist und vielleicht, und dann macht er irgendwie hier die Kinder an und sagt, Kai, ich will mit dir Liebe machen und was er nicht alles für eine Rotze erlabert, ne? So, also, der ist einfach irgendwie pädophil geworden, keine Ahnung, ne? Und das ist ja dann so, dass die Kinder das dann irgendwie ihren Eltern erzählen und trotzdem wird nichts gemacht. Und ich denke mal, wenn wir heute zum Beispiel in unser Rechtssystem gucken, also ich beziehe das jetzt einfach mal auf Deutschland, ne? Wenn wir einfach mal auf unser Rechtssystem gucken, das ist ja wirklich so, denn jemand, der ein Kinderschänder, der bekommt ja wirklich für das, was er getan hat, eigentlich eine sehr geringe Strafe. Zu dem Thema, da können zum Beispiel viele sagen, naja, was sind das für Richter? Ganz kurz nur angeschnitten. Ich denke mal, die Richter können nichts dafür, die müssen so entscheiden, das ist unsere Gesetzgebung und aber das ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall ist das so ein Beispiel, wo man mal sieht irgendwie, ja, okay, hier wird was kritisiert, dass zum Beispiel auf Kinderschänder, sag ich jetzt mal, nicht genügend Acht gegeben wird. Ich meine mal, es ist ja oft so, dass die dann, ja, entlassen werden nach ihrer Zeit, die sie absitzen müssen. Und dann ist es so, dass die zu wenig, sag ich mal, kontrolliert werden. Ich meine mal, wir hatten ja jetzt in Deutschland, war jetzt ja so ein Fall zum Beispiel, wo das auch war. Und da war es dann am Ende so, irgendwie, der ist rausgekommen und hat dann wieder jemand, also wieder ein Kind misshandelt. Und ich meine mal, sowas darf einfach nicht passieren, weil, ja, ich denke mal, das kann sich jeder von euch selber erklären, warum sowas nicht passieren kann. Und das ist vielleicht auch ein bisschen fahrlässig. Aber gut, das ist jetzt mal zum Beispiel ein Beispiel, wo ich sagen würde, ja, da will South Park auf sowas vielleicht aufmerksam machen. Und ich denke mal, es ist ja so, South Park hat ja eher, sag mal, was weiß ich, vielleicht
Naja, was sprechen die für Zuschauer an? Ich denke mal, heutzutage geht das schon ab 12 Jahren vielleicht los. Ich weiß, es ist ab 16, aber gut, wir sagen jetzt einfach mal so von 14 bis, denke ich mal, hoch 25, weil es ist ja schon irgendwo ist es halt lustig, ist auch eigentlich cool, auch wenn es manchmal halt wirklich ein bisschen unethisch, will ich jetzt mal sagen, ist. Aber egal. Und auf jeden Fall denke ich mal, dass wir, ja, daran sehen können, so, dass. Ich sag's mal so, bei uns ist es ja so, dass vieles können junge Menschen verändern, weil wir sind ja, ich sag mal, wie die Zukunft unseres Staates und ne, ja. Und jetzt ist es so, dass wenn uns das erzählt wird, so bei South Park, und wenn wir da, sag ich mal, angeregt werden zum Nachdenken, dann ist es ja so, dass wir uns da so einen Kopf machen und einfach mal so sagen, naja, ist das vielleicht so? Könnte man da was verändern? Ne? Und da kommt das dann wieder, dass wir die spätere Zukunft sind, dass vielleicht mal irgendjemand auf einer Position ist, wo man halt sowas verändern könnte und wo man vielleicht auch sowas, ja, ich sag mal, verhindern könnte. Und ich denke mal, in solchen Sachen, da ist South Park an sich, also South Park ist jetzt nur eine Serie, ich denke mal, es gibt viele Serien wie Little Britain und so ein Mist, ne, gibt's ja, ne, ziemlich viel eben, Family Guy auch. Und auf jeden Fall, ja, denke ich mal, dass South Park gar nicht so dumm ist, sondern eigentlich irgendwo immer einen Sinn hat. Und ich hoffe, ich kann euch das jetzt gerade mal so ein bisschen, ja, näher bringen, weil, ja, kann man ja mal drüber nachdenken, dass es eigentlich nicht nur Scheiße ist, sondern, ja, ne? Etwas Gehaltvolles eigentlich, klar. Vielleicht ein bisschen komisch dargestellt, aber irgendwo denkt man schon, also bei mir ist es zumindest so, auch bei meinen Kumpels, so dass man irgendwo schon mal drüber nachdenkt, naja, das, was die da sagen, ist ja gar nicht so blöd, auch wenn das jetzt hier vielleicht so rüberkommt, ne? Und das ist immer so eine Sache, denke ich mir, ne? Ist mal gut zu hören, weil bei vielen ist es so, die checken das ja erstmal noch gar nicht, will ich meinen, ne? Und ja, gut. Ein anderes, oder ich weiß nicht, noch ein Beispiel habe ich nicht. Das Gameplay ist ja gleich zu Ende. Auf jeden Fall schönes Gameplay hier. Schön mit der Sniper rumgeballert. Auf jeden Fall ein paar schöne Szenen dabei. Und ja, Leute, würde ich meinen, das war's mal wieder. Und würde ich sagen, haut da rein. Wir sehen uns. Tschaußen.